Hallo, ich bin Vassili Koletsis, ich komme aus Griechenland. Εγώ είμαι ο Βασίλης ο Κολέτσης από την Αμμουδιά Πρεβέζης. Ich wohne direkt am Strand, 200 Meter von meinem Haus ist das Meer. Damals war ein ganz kleines Dorf, 34 Häuschen waren da. Als ich nach Griechenland gefahren bin, die erste Mal habe ich gekauft. Aber ich habe ich immer dabei, nur hier zu zeigen, wo ist mein Ort, weil viele gefragt haben. Dann hat auf einmal geheißen, auf Nachrichten und so weiter, dass man sich in Deutschland werden viele Arbeiter gebraucht. Seit 1958, 59, die genannte Gastarbeiter. Ne? Aber ich dachte, für mich selbst habe ich gesagt, ja, das ist jetzt für mich eine Gelegenheit, jetzt in Ausland zu gehen, weil durch das Geld, das hätte ich nicht geschafft. Ne? Natürlich, ich wollte immer nach Griechenland halt zu Hause wieder gehen. Ne? Aber bin ich da, bin ich hier geblieben. Das ist nicht schön, das wird nicht. Das erste Mal musste ich von Gemeinde eine Genehmigung kriegen. Dann musste ich in unseren Kreis Prevesa von der Bürgermeister wieder eine Genehmigung, von Polizei. Sogar von dem Pastor noch. Ja, das war damals viel Kontrolle. Es hat ein bisschen gedauert, bis man die Invalidekarte, so eine grünes Karte haben wir gekriegt. Und wenn wir das gekriegt haben, dann müssten wir später nachher in Athen. In Athen sollten uns mal zum deutschen Konsulat kontrolliert werden, untersucht von den Ärzten und von den griechischen Konsulaten. Ne? Extra. Und wenn die mal was festgefunden haben, dass man krank war oder zum Beispiel den Zahn gefällt hat, da muss man den Zahn fertig machen und dann war das genehmigt. Ne? Also, aber ich hatte gar keine Schwierigkeit gehabt. Das war im Jahre 1963. Das war das Schiff Kolokotronis genannt. Und bis nach Brindisi, von Brindisi mit Zug nach München. Und in München mussten wir wieder, sage ich so einfach, sortiert werden, wo jeder hingehen sollte. Ne? Ich habe gedacht, so viel wie möglich, dass ich was sparen kann und dann wieder zurück. Aber irgendwie mit der Zeit hat es mich gefallen. Ja, da habe ich gesagt, unten, was soll ich machen? Wo soll ich denn haben? Ich habe eigenes nichts. Das gehört alles der Opa. Aber der Opa hat es im Land was gehabt. Das war zu wenig. Und wir sind so viele Kinder. Wir waren also 7 Kinder. Ne? Natürlich, es war ein bisschen, war ich so ein bisschen aufgeregt. Und ob das klappt oder das nicht oder wie, ne? Mein Vater hatte mir gesagt, wenn es dir nicht gefällt, dann kommst du mal zurück. Er wollte nicht, dass ich nach Deutschland komme. Ich habe meinen Vater immer unterstützt. Na, und sagte ich, Papa, ist alles schön und gut, aber nur die Schwierigkeit ist, ich kann mit den Leuten nicht verständigen. Ich gefällt mir die Sprache, aber ich habe das Gefühl, wenn die sprechen, kriegen die keine Luft, wie gesagt, so fand ich. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass ich in eine Brune drin bin und höre von oben und verstehe kein Wort. Wenn du morgens von damals bei Bau, haben wir um 7 Uhr, da mussten wir 9 Stunden arbeiten im Bau. Wo sollst du denn in die Schule gehen und lernen? Haben wir nur so. Mit Hände und Füßen, erst einmal, wie gesagt, uns verständigen. Ich hatte keinen Beruf.
einfache Arbeit. Aber ich habe in Trebank gearbeitet, in Bohrmaschine und auch in der CNC-Maschine gearbeitet. 1969 war ich in Griechenland. Von 1963 bin ich das erste Mal in Urlaub. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Bist du einverstanden, dass du nach Deutschland kommst? Ja, okay. Und da haben wir 70, von 69 bis 70 geheiratet. Das geht nicht so einfach auf heute Morgen. Auch Witteruntersuchungen, das dauerte lang. Und bis ich einen Arbeitsvertrag gemacht habe mit Firma Müllwerke. Und dann ist die nach 6 Monaten im August bin ich wieder noch mal unten, da haben sie geholt, da haben sie gearbeitet bei Müllwerke. Ich bin direkt von Griechenland später nach Bielefeld gekommen, wo meine Schwester war. Das ist direkt die Straße hoch, anderes Haus, direkt die deutsche Pässe habe ich nicht, nur den Aufenthaltserlaubnis war das, sonst nichts. Das habe ich. Das sind die Hälfte sind von meiner Frau und dann die anderen sind meine. Ne? Was sind Sie für ein Landsmann? Holländer? Nein. Finnland? Nö. Ja, wissen Sie was? Meine Eltern sind. Meine Mutter war blond, von der Seite der Mutter blond, von meinem Vater auch, mein Opa blond. Ja, aber was denn? Ich habe gesagt, guck mal hier, den Pass. Dann habe ich den Pass gegeben. Ha? Also ich hätte nie dran gedacht. So. Ja, jetzt, wo ich in Rente bin, dann kämen wir im Sommer. Bleiben wir 2-3 Monate und dann kommen wir wieder. Möchtest du auch ein Stück Kuchen? Ja, mit Kirsch oder mit Mandarine? Gerne mit Kirsche. Kirsche? Ja. Guck mal, was ich mitgenommen und was ich heute geschafft habe, ne, mit meiner Arbeit, mit meinen Sparnis und so weiter, ne, dass die Kinder auch mal sehen. Nicht, dass ich von einer reichen Familie weggegangen und warum sollte ich nach Deutschland und so weiter. Da. Und da bin ich auch noch. Ja. Da ist das Bild. Ja, ah, das ist das Bild wieder. Hast du ihn erkannt direkt, dein Opa? Man sieht es aus der Gesichtsform natürlich, aber nein, dieser Bart, der passt zu Opa nicht. Auch Opa. Fährstorch, Jassas. Dankeschön. Danke. Wollte Uso oder Zypros? Ja, mal. Waren Sie in Griechenland? Alles gut auf euch. Einmal, ja.